Es für diese Woche und zwar für den kommenden Donnerstag. Der kommende Donnerstag, der 2. Oktober, ist Tag der, also der internationale Tag der Gewaltfreiheit. Und es wird zu diesem Anlass auch in Wien eine Aktion geben, und zwar um 7 Uhr am Stephansplatz. Da werden sich so viele Leute wie möglich versammeln und jeder wird eine Fackel oder eine Kerze oder sonst irgendetwas Brennbares mitbringen. Und die Idee ist die, dass wir das Ganze dann anzünden und gemeinsam ein Friedenszeichen machen. Halt über den ganzen Stephansplatz oder über einen so großen Raum wie möglich. Und das wäre halt krass, wenn so viele Leute wie möglich sich natürlich beteiligen würden. Also bist du herzlich eingeladen, und wenn du eben noch Freunde, Bekannte oder liierte Personen dafür begeistern kannst, dann wäre das total krass. Und bitte, ja, wenn es leicht geht, dann vielleicht auch eigene Fackeln mitbringen. Es werden zwar welche vor Ort sein, aber ich weiß überhaupt nicht, wie viele das sein werden. Also, wenn es leicht geht. Fackeln, Kerzen, sowas in der Richtung. Keine Molotovs bitte, okay? Also. Nur, also, wir wollen friedlich bleiben. Na gut, also nochmal zum, noch einmal zum Mitschreiben. Kommender Donnerstag um 19 Uhr am Stephansplatz. Freue mich, wenn du kommst. Bis dann.